Jedes Tal hat seinen Klang, jede Region ihre eigenen Töne. Eine Reise durch die akustischen Landschaften der Schweiz. Wind und Wasser, Alpsegen und Säuerli, Vogelstimmen, Jodler und Kuhglockengeläut. Das ist die Welt von Cyrill Schläpfer, Klangforscher, Tönesammler, eine Art Musikkonservator. Wenn ich diese, zum Beispiel das Geläute, das der Kühe aufnehme auf eine CD, das ist irgendwie krank. Also nein, aber paradox. Und trotzdem mache ich es dann halt für mich selber. Ja, was ist, wenn das einmal nicht mehr ist, dann habe ich wenigstens dieses in der Schublade. Die Faszination archaischer Klänge und der Reiz elektronischer Möglichkeiten. In diesem Spannungsfeld arbeitet Cyrill Schläpfer. Bekannt wurde er mit dem Dokumentarfilm Urmusik. Bilder und Töne einer Schweiz, die so nur noch auf Zeit besteht. Ein heidnischer Brauch aus alemannischer Zeit, das Silvesterchlausen im Alpsteingebiet. Ein Neujahrsritual mit Schellengeläut und wehmütigen Jodelgesängen. Diese Zäuerli zu singen war in früheren Zeiten Schweizer Söldnern bei Todesstrafe verboten. Allzu viele starben, wenn sie diese Musik fern der Heimat hörten. Seitdem sind sie der Inbegriff von Schweizer Heimwehmusik. Mehr als bloße Folklore. Die Finanzierung des Filmes war sehr schwierig. Also, da war eigentlich schon sehr, sehr großes Kopfschütteln da. Dass man das erstens nicht machen kann, zweitens nicht machen sollte, drittens, dass es politisch unkorrekt ist, viertens, dass man, da hat mir ein Fernsehmann gesagt, heutzutage kann man keinen Berg mehr abfilmen, das ist vorbei. Ein Heimatfilm ist Urmusik ganz gewiss nicht. Er zeigt die Berge aus musikalischer Perspektive, auch die Menschen, die dort leben und arbeiten. Lockrufe für das Vieh, Alpsegen für den Nachbarn, Lebenszeichen aus der Abgeschiedenheit. Diese Alpsegen waren ursprünglich Bannrufe zur Vertreibung böser Geister. Sie wurden von den Reformatoren verboten, von den eigensinnigen Elblern aber mit christlichem Text versehen und sind noch heute in katholischen Tälern zu hören. Eine akustische Selbstbehauptung. Jetzt und alle Zeit, von nun auf bis in Ewigkeit. Schläpfers Film läuft seit Jahren in den Kinos der Schweizer Großstädte. Augenblicklich ist er in Basel zu sehen und demnächst als Video auch übers Internet zu bestellen, bei Cyrill Schläpfer Records, dem Label all seiner Produkte. Traditionelle Schweizer Musik sowie Klänge aus Natur und Umwelt. In ihrer Subtilität weit entfernt von billigem Esoterik-Kitsch oder aufgepeppter Weltmusik. Ein Schwerpunkt des Programms, Ries Gwerder und das Schweizer Örgeli. Ein kantiger Musiker, wie man ihn sonst eigentlich nur im Jazz findet. In der Bewunderung für dieses Schweizer Urgestein steht Schläpfer ziemlich alleine da. Bei uns ist das wie verpönt. Da schämt man sich dass, darüber. Man hat das Gefühl, das sei käsig oder billig. Was alle Produkte gemeinsam haben, sei es Jodel, Techno oder Örgeli-Musik, ist die Suche nach dem authentischen, unverwechselbaren Klangerlebnis. Cyrill Schläpfer findet überall Töne. Er kehrt immer wieder zurück an bestimmte Orte, um den charakteristischen Klang einer Landschaft einzufangen. Nur was man genau kennt, sagt er, kann man auch gestalten. Das, was ich da aufzeichne, entspricht nicht der Realität. Also die Realität wäre eine andauernde Geräuschkulisse, eine widerliche akustische Verschmutzung. Und was ich aber so mich, was ich sammle, sind schon feine Töne.
Cyril Schläpfer filtert Klänge, wo andere nur Krach hören. Unter Wassergeräusche eines 100 Jahre alten Raddampfers. Für ihn ist das Schiff ein Resonanzkörper, eine riesige Geige aus Metall. Aus dem Zischen, Stampfen und Pfeifen der Maschinen, aus Wellen, Wind und Ruderschlägen destilliert er die einzigartige Klangwelt auf dem Vierwaldstätter See. Tausende von Tonaufnahmen hat er im Studio zerlegt, elektronisch verändert und neu zusammengesetzt. Alles, was hier erklingt, waren ursprünglich Geräusche. Eine Abschiedssymphonie der Dampfschifffahrt. Cyril Schläpfer hat die Maschinengeräusche so lange bearbeitet, bis sie genauso melancholisch klingen wie Zäuerli aus Appenzell. Es ist ein Ausdruck, dass man etwas verliert. Zum Beispiel Naturverbundenheit oder Heimweh oder die Sehnsucht nach einer intakten, fast, ja, Umwelt, also nicht Umwelt, aber eines Paradieses. Jetzt will Cyril Schläpfer Stille erfahrbar machen. Die gäbe es nicht mehr in der Schweiz. Deshalb hat er in Mexiko, in einer Geisterstadt der Sierra Madre, allerfeinste Töne aufgefangen, die man nur wahrnimmt, wenn kein Umweltlärm sie verdeckt. Unerhörte Augenblicke für den Hörer.